Meine Schule hat sich irgendwann eines Tages überlegt, ey, lass ein richtig cooles Projekt machen. Okay? Lass die Kinder, die Schüler aufs wahre Leben vorbereiten. Auf das Arbeiten und so. Auf die echte Welt. Und dann war das so, das ging, glaube ich, eine Woche lang. 7 Tage. Dann war es so, das war eigentlich ein mega geiles Projekt. Muss ich im Nachhinein sagen, ein cooles Projekt. Jeder musste sich einen Job suchen, okay? Es gab zum Beispiel ein Klassenzimmer, da konntest du Früchte mit Fondue kaufen, okay? Nee, warte, bevor ich dazu komme. Am ersten Tag hat jeder Geld bekommen, okay? Da wurde Geld ausgedruckt, also quasi die Währung für die Schule. Und jeder hat einen bestimmten Betrag bekommen. Also Beispiel 100 Taler als Beispiel. Und mit diesen Talern konntest du dir Sachen kaufen. Du konntest in ein Klassenzimmer gehen, wo zum Beispiel so ein Früchteshop war. Dann konntest du Früchte kaufen. Du konntest dein Geld eintauschen gegen Früchte. Dann gab es ein Klassenzimmer, da gab es Crepe. Dann gab es ein Klassenzimmer, da gab es ein Gericht. Da sind Leute mussten Leute vors Gericht, wenn die Scheiße gebaut haben. Dann gab es ein Gefängnis. Dann gab es, ich war am Anfang bei einem Fitness-Gym. Ich war bei dem Gym. Was gab's noch alles, Digga? Es gab so ein Klassenzimmer, da konntest du Spiele spielen. Dann gab's ein Klassenzimmer mit einem Casino. Da war ein Roulette-Tisch. Und es gab halt einfach alles, Digga. Es gab eine Polizei, es gab Anwälte, es gab Richter, es gab, keine Ahnung was, es gab ein Arbeitslosenamt, also alles. Und das ist geil, Chat, oder? Stell dir mal vor, eure Schule macht sowas. Ist cool. Es war ein cooles Projekt, safe. Es war ein cooles Projekt. Wenn nur alle Schüler da mitgemacht hätten. Ratet mal, was bei mir war. Digga, das ist auch einfach asoziale Scheiße gewesen. Ich glaube, am ersten Tag war ich gar nicht da, weil ich krank war. Dann, am zweiten Tag, bin ich zur Arbeit gegangen, ins Gym. Natürlich, kein Mensch geht da ins Gym, Digga. Kein Mensch ist da zu uns gekommen. Wir saßen den ganzen Tag in der Sportturnhalle und kein Schwanz ist zum Trainieren gekommen. Wer nimmt auch Sportsachen mit und geht da trainieren? Bei so einem Schulprojekt. Macht doch keinen Schwanz, Digga. Naja, irgendwann haben wir dann gesagt zu Frau Pomsel, zu unserer Sportlehrerin, ey, wir müssen uns arbeitslos melden, das Business läuft nicht mehr. Gehen zum Arbeitsamt. Dann sagt die so, ja, okay, dann macht es. Wir zum Arbeitsamt haben uns krank gemeldet. Nicht krank gemeldet, haben uns arbeitslos gemeldet. Davor, doch, am ersten Tag war ich da. Davor, Chat, am allerersten Tag schon, als man das Geld bekommen hat, diese Taler bekommen hat, gab es so einen Tisch, da wurde das Geld ausgegeben. Ich direkt eingesteckt. Geld geklaut erstmal. Ich habe direkt so ein Bündel Geld genommen, ich weiß nicht mehr, wie viel das waren, geklaut. Direkt am ersten Tag. Ich war schon der Reichste am allerersten Tag, Digga. Da haben Leute noch gar nicht ihr Geld bekommen. Ich war schon Chipleader. Ich hatte mehr als die schon. Naja, dann zweiter Tag arbeitslos gemeldet zum Arbeitsamt. Und dann hatten wir halt wirklich nichts zu tun. Das war ein Fehler in dieser Matrix. Du konntest dich arbeitslos melden und dann musstest du gar nichts mehr machen, Digga. Du konntest einfach chillen, du konntest da rumlaufen. Du musstest nichts mehr tun. Naja, und dann war uns langweilig. Rate mal, wo wir hingegangen sind. Casino. Junge, und Digga, dann waren wir wirklich jeden Tag 8 Stunden oder so in diesem Casino, Digga, und haben Roulette gespielt. Und Bruder, wir haben dieses Casino so arm gemacht. Der Typ, der das Casino gemacht hat, der musste ja Geld vorstrecken. Der war broke. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber der war broke. Der musste dann am dritten Tag zumachen, weil der leer war. Der hatte kein Geld mehr. Wir haben ihm alles genommen. Und dann hatten wir wirklich Batzen, Chat. Wir hatten richtige Batzen und sind da rumgelaufen und waren die Kings, Digga. Wir sind zu den Früchtestand gegangen, haben gesagt, hier, nimm 50 Trinkgeld. Dann sind wir da hingegangen, Crepe geholt. Alles umsonst. Für Geld halt. Also für Taler. Wisst ihr, wie ich meine? Und irgendwann musste ich vors Gericht, weil ich irgendwas gemacht habe. Kein Problem gewesen. Ich kannte einen Anwalt. Den Richter kannte ich. Richter gekannt, zack, unter der Hand ein bisschen Geld gegeben, rausmarschiert, freier Mann gewesen, freier Vogelchat. War gar kein Problem. Ich habe alle bestochen, Digga. Und ja, dann war es, glaube ich, der vierte Tag war es. Und am vierten Tag hatte ich nochmal richtig Batzen stecken. Und ich habe mir gesagt, ey, weißt du was, ich habe das Game durchgespielt. Ich muss hier nicht mehr sein. Und da bin ich zu irgendwelchen Fünftklässlern hingegangen und hab denen meine Taler verkauft für echtes Geld. Junge, und dann bin ich, glaube ich, mit 40 Euro plus oder so nach Hause gegangen. Den letzten Tag habe ich nochmal krank gemacht, Digga. Mein Gott, das war so ehrenlos, aber es war eine gute Zeit, Chat. Das war eine gute Zeit, Digga. Mein Gott. Ich habe auch wirklich das Beste rausgeholt, was man rausholen konnte. Scheiße. Ich habe da gegessen umsonst. Ich habe nichts gemacht. Ich war nur im Casino. Ich habe noch Geld verdient mit der Kacke, Digga. Junge.
Das war wirklich eine gute Zeit, Chat. Ich war einfach der Pate vom Staat. Ich war wie der Pate. Da habe ich schon gemerkt, dass ich anders bin als die anderen. War aber geil. Eigentlich auch, Chat, eigentlich auch ultra das geile Schulprojekt gewesen. Wirklich. Einfach ein gutes Schulprojekt gewesen. Das war wirklich zur Abwechslung mal eine sehr coole Idee von der Schule. Hattest du da noch Haare? Da hatte ich noch volles Haar, Bruder. Mein Gott. Wie lange ging das? Ich glaube eine Woche. 5 Tage. Oder ein bisschen länger oder so. Klingt echt cool. Ja, war auch cool, Mann. War auch cool. Sportfest im Sommer von Sommerferien war auch immer Baba. In der Grundschule war das für mich der Himmel. Grundschule war eh eine coole Zeit. In der Grundschule war Sportfest der Himmel für mich, Chat. Das war der Himmel, Digga. Da hatte ich so Bock drauf. Das war für mich das Event des Jahres, weil ich auch wirklich gut in Sport war. Und dann gab es immer so Siegerehrungen am Ende. Und da war ich dann natürlich auch am Start und durfte auf die Bühne und so, weil ich dann irgendwie Erster war oder Zweiter war oder so. Ja, das war cool, Mann. Das war cool. Sportfest geil gewesen immer, hab ich sehr gefühlt. Sportfest immer geil gewesen. Warst du berühmt in der Schule? Nee. Also, was heißt berühmt, Digga? Berühmt war ich nicht, aber man kannte mich auf jeden Fall. Meistens, weil ich nie da war. weil ich schlechte Noten gehabt habe. Also im Gymnasium kannten mich schon sehr viele. Es lag aber einfach daran, dass ich halt, oft nicht da war, Digga. Und wenn dann jemand ausgefragt wurde, und ich das war, dann haben sich die Leute halt dran erinnert, sagen wir mal so, Digga. Wenn ich dann auch an die Tafel musste, dann haben sich die Leute dran erinnert. Und dann kannte man mich schon so ein bisschen, ja. Ich wurde auch, Chat, es gab bei mir beim Abitur gab es ein Buch. Da konnte die ganze Stufe vom Abitur quasi voten, okay? Und da gab es zum Beispiel eine Kategorie, wer wird reich, wer wird arbeitslos, wer wird als erstes Vater, wer wird, keine Ahnung, Lehrer oder so. Rate mal, wo ich dabei war, Chat. Das ist auch einfach, das ist Mobbing, Digga. Das ist Mobbing. Ich war Platz 2 bei frühester Vater, Platz 2. Glaube ich, Platz 2. Arbeitslos war ich Platz 1 von der ganzen Stufe, Digga. Die haben alle mich gewählt, diese kleinen Arschlöcher. Arbeitslos war ich. Wo war ich noch drin? Ich glaube, ich war sogar auch bei positiven Sachen drin, Chat. Ich will jetzt hier nicht flexen, Digga. Ich glaube, ich war damals Platz 1 bei bester Körper, Digga. Weil damals habe ich noch trainiert, Chat. Da sah ich aber auch echt gut aus, Mann. Mein Gott, da sah ich juicy aus. Ich war richtig gejuiced, Mann. Meine arme Bruder, bumm. Also für damalige Verhältnisse, Chat. Für damalige Verhältnisse. Lüge? Nein, ich schwör's euch. Ich weiß nicht, ob ich Platz 1 war, aber auf jeden Fall Top 3. Bester Körper, Top 3. Safe. 100%. Ich lüge nicht. Und ich war, glaube ich, auch bei... Ja, das ist jetzt cringe, wenn ich das sage, Chat. Das ist so cringe. Ich glaube, ich war sogar bei hübsch... Ich weiß, das glaubt ihr mir nicht. Aber ich glaube, ich war sogar bei hübschester oder Frauenschwarm oder irgendwie sowas, Digga. War ich auch bei Platz 3 oder so. Irgendwie sowas. Und ich weiß ganz genau, ihr glaubt mir das nicht. Wo ist das Buch? Ich hab das Buch nicht mehr, Digga. Cap? Ey, Chat, ich lüge euch nicht an. Wirklich nicht. Ich lüge euch nicht an. Und wer war bei das vollste Haar? Also, auch da, Digga, da wäre ich bestimmt auch Top 3. Bruder, ey, Chat, jetzt habe ich zwar Haarausfall und eine Halbglatze, Digga, aber damals hatte ich, mein Gott, hatte ich volles Haar, Digga. Scheiße, Mann. Damals hatte ich mehr als volles Haar. Schwör auf das heilige Gurkenglas? Ich schwör aufs heilige Gurkenglas. Außer ich habe jetzt einen ganz krassen Knick im Gedächtnis drin. Aber ich bin mir relativ sicher. Sag mal ein Bild von früher. Nee. Ich habe auch gar keine Bilder von früher, muss ich sagen. Ich bin auch so ein Typ, Chat. Ich lösche immer alles. Seid ihr diese Guys, die, wenn ihr ein neues Handy bekommt, also jetzt ist ja sowieso mit iCloud anders, aber wart ihr die Guys, die, wenn die ein neues Handy haben, alle Bilder rübergeschickt haben? Oder habt ihr einfach gesagt, Digga, für was brauche ich diese Bilder? Scheiß drauf, löschen. Viele ja. Ey, ich war noch nie so, Chat. Ich war noch nie so. Weil ich weiß auch nicht, an was das liegt, aber da habe ich irgendwie auch, da bin ich ganz komisch. Ich hasse es, also ich mache das gerade, aber normalerweise hasse ich es, über die Vergangenheit nachzudenken. Oder anders. Über die Vergangenheit nachdenken geht, aber ich mag es nicht, Bilder anzugucken über die Vergangenheit. Ich weiß nicht, warum. Ich mag das nicht, wenn Leute neben mir sitzen und so ihr Handy durchgehen und mir so Bilder aus... Oh, guck mal, das war mein Hund. Oh, guck mal, da war ich in Italien. Digga, wie juckt's? Wen juckt's? Und für was soll ich mir Bilder angucken von mir oder von irgendwelchen Reisen oder so? Weil ich hab das doch im Kopf. Und für mich ist es dann immer so ein, ich verschwende meine Gegenwart gerade mit Gedanken an die Vergangenheit denken. Wisst ihr, wie ich meine? Hä, ist doch safe und interessant. Ich weiß, es ist nicht normal, dass ich so denke. Aber irgendwie denke ich so, Chat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was es liegt. Digga. Ich war einfach noch nie so der Typ, der so alte Bilder durchgegangen ist. Nach 20 Jahren hast du das nicht mehr im Kopf. Ja, nach 20 Jahren. Vielleicht werde ich es auch bereuen, Chat. Vielleicht werde ich es auch bereuen, dass ich alle Bilder immer, die ich habe, gelöscht habe. Keine Ahnung. Bis jetzt hat es mich nicht gestört. Frag deine Mama, Mütter behalten alles. Ja, safe. Meine Mama hat bestimmt noch Bilder von mir. Ja, doch, safe. Meine Mama hat safe Bilder.